Man nehme Hauptdarsteller aus einem Musical oder auch Zuschauermagneten aus verschiedenen Musicalproduktionen, forme daraus eine stimmgewaltige Formation und fertig ist das Projekt Voices of Musical. Die Niederländerin Maya Hackford hat vor 5 Jahren diese Idee dazu gehabt und seitdem tourt das Team von Auftritt zu Auftritt neben vielen, vielen Musical-Engagements. Gestern wurde aber groß Geburtstag gefeiert im Wiener Ronacher und es war mit einem wirklich langen, aber tollen Programm. Standing Ovations nach mehr als 3 Stunden Musical-Gala gestern Abend im Wiener Ronacher. Wir bleiben alle Voices, ja, also wir werden es immer so machen. Viele haben natürlich auch andere Engagements und wir haben uns und wir bleiben uns treu. Ich hatte irrsinnig viele Konzerte gesehen und da stand immer dann auf den Postern die Stars von. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir nicht wirklich ein Programm, wo das Publikum wirklich die Hauptdarsteller des Musicals bekommen? Und das war eigentlich meine Idee. Und ein Feuerwerk der Träume. Und dann habe ich, weil mir das wohlgesinnt war, meine Kollegen auf die Bühne geholt, die ich sehr, sehr gerne habe. Man fühlt sich so nackt. Also du kannst dich ja nicht wirklich verstecken hinter einer Perücke oder einem Kostüm, einer Geschichte, einer Kulisse. Es bist halt wirklich du pur. Wenn ich dein Spiegel wäre, dann würdest du dich in mir sehen. Dieses Reduzierte auf die Musik ist sicher eine Stärke. Und ich mag das ja sehr gerne, wenn es um das geht, um was es wirklich geht, nämlich um die Musik und um die Interpretation. Wir versuchen doch ein bisschen auch die Lieder zu dienen mit unseren Kostümen. Und, ja, und so sprechen wir das einfach ab. Und wir Frauen, ja, die beiden anderen Damen, haben ja auch Riesengarderobe. Also es ist eigentlich ein Spaß. Vor 5 Jahren versammelte Maya Hackford erstmals Kollegen zu einem Weihnachtsspecial. Daraus entstanden ist die Formation Voices of Musical, die in unterschiedlichster Besetzung auf der Bühne steht. Gestern wurde Geburtstag im ausverkauften Ronacher mit einem eigens zusammengestellten Galakonzert gefeiert. Mit Band auf der Bühne war das sichtlich ein Spaß. Im Prinzip kommen die Künstler alle mit Vorschlägen. Und dann sortiere ich mal aus und dann habe ich noch meine Liste von Vorschlägen. Dann sage ich, was findest du von dem Lied? Das passt einfach super zu dir. Und dann hören sie das an und dann sagen sie ja oder nein. Mit der Band in dieser Besetzung ist es einfach cool, wenn du den Gitarristen siehst und den Keyboarder und der Schlagzeuger loslegt und du mit denen gemeinsam da auf der Bühne sichtbar Musik machst. Die geben ordentlich Gas, die geben ordentlich. Da kommt von hinten schon ziemlich was an Power. Aber es ist toll, es ist toll. Auch die sind ja schon seit vielen, vielen Jahren mit dabei. Und wir sind zu einem schönen Team verschmolzen. Aber es ist doch heute Abend dann immer noch alles ein bisschen mit einer heißen Nadel gestrickt. No one ever felt like this before. Oh. Der Marc, den nenne ich liebevoll meinen Zuchtbullen, das ist der beste Freund meines Mannes. Und mit dem zu flirten ist irgendwie seltsam, aber irgendwie auch sicher, sagen wir mal so. Und wenn der sich dann so ins Zeug legt bei so einer Nummer, dann finde ich das wahnsinnig charmant und werde zum kleinen Mädchen und muss dann lachen, weil es mir peinlich ist. Jetzt hast du Simon. Nun bist du geborgen. Er schaut halt wahnsinnig komisch aus, der Herr Inder mit seiner Brille. Er hat dann auch noch geschielt, das hat man ja nicht gesehen. Ja? Er ist ja dann tatsächlich so vor mir gestanden. Das macht er manchmal. Ja, er versucht mich immer zum Lachen zu bringen. Er hat es wieder geschafft. Sterne, hoch am Himmelszelt. Eine Überraschung gab es gestern. Ein neues Voice of Musical-Mitglied wurde präsentiert. Ja, ich wurde in die Nummer hineingequatscht von mir selbst. Es ist ja so, dass ich ab nächstes Jahr bei den Four Voices dabei bin. Und nachdem das Konzert in unserem Haus, in unserem momentan Don Camillo Haus stattfindet und es eben Montag ist und man frei hat, habe ich gesagt, weißt du was, Maya, mach eine Vorankündigung. Dadurch, dass der Lukas Perrmann im anderen Haus dann spielen wird, steigt er aus für ein Jahr und brauchen wir ein neues Mitglied. Ja, und das ist der Andreas geworden.
Wir freuen uns. Und vielleicht ist Andreas Lichtenberger dann auch schon beim Wiederholungskonzert im Oktober mit dabei.